Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Und damit sage ich willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen Alan Wake. Sind gerade dabei, unsere Frau vor dem Entführer zu retten und relativ weit schon in Kapitel Ransom vorangeschritten. Also sage ich vielen Dank fürs Einschalten und wünsche euch ganz viel Spaß. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde... Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes.
Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie ihn nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu Sie werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! Ich musste zum Mirror Peak. Ich war nah dran, vielleicht näher als je zuvor. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse.
Der einzige Weg zum Hang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Ein paar der Besessenen besaßen noch Reste ihres früheren Ichs,
Doch das waren nicht mehr als Zuckungen eines Verstorbenen. Es blieb nur eine Hülle, bedeckt und ausgefüllt mit Finsternis. Meist genügten diese Marionetten den Zwecken des Dunkels. Bei größeren Zielen aber, wie etwa dem Schreiber, war das anders. Es brauchte seinen Verstand. Anstatt ihn also ganz zu übernehmen, berührte es ihn nur. Die Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energiefirma. Ich starrte durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle. Barry stand hinter mir und wippte auf seinen Füßen. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. Agent Nightingale stand mit Sheriff Breaker auf der anderen Seite der Stäbe und hielt Manuskriptseiten in der Hand. Überdreht prahlte er: "Jetzt habe ich sie, Raymond Chandler. Es ist alles hier, alle Beweise. Inklusive denen für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten." Thank you.
Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Die Nachtschicht kann Krieg Thank you.
Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben, damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel.
Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreichen, Träumen, Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu sein. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten.
Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen.
Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.« Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. »Das ist unsere Comeback-Tour, Baby.«
So, meine Lieben, also ihr habt es gerade gesehen, wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen und sind auch jetzt noch mal richtig gut ausgestattet. Ich würde sagen, wir beenden an der Stelle erstmal das Video, nachdem wir hier gerade so richtig professionell den Abhang hinuntergefallen sind. Und ich sage an der Stelle danke fürs Einschalten. Lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da und bis zum nächsten Mal. Euer Alan Wake.